Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur F1 2020, meine Teamkarriere hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Unsere nächste Station führt uns zum großen Preis der USA. Ein Grand Prix, der, ja, man könnte schon sagen, in der jüngsten Vergangenheit immer wieder mir versucht hat, ein Bein zu stellen. Gerade hier in F1 2020 in Form von Problemen bei der Hitzeentwicklung der Reifen. Nach so ein, zwei Runden waren die Dinger immer viel zu heiß und das hat mir natürlich extreme Performance-Nachteile gegenüber der Konkurrenz verschafft. Mal schauen, wie es jetzt hier in der zweiten Saison ist. Vielleicht war das auch wirklich nur so ein Problem der ersten Saison. Aber, naja, wir werden es rausfinden. Wahrscheinlich wird es sowieso regnen, wie schon die ganze Zeit in der zweiten Season. Dann ist es sogar vielleicht eher ein Vorteil, dass die Reifen schneller warm oder sogar heiß werden, weil, naja, wenn es regnet oder wenn es richtig regnet, sind die Reifen in der Regel eher viel zu kalt als zu warm und von dem her mal gucken. Ja, eins nach dem anderen, bevor wir zum Rennen springen, müssen wir natürlich das Qualifying fahren, was wir auch in der heutigen Folge tun werden und bevor wir das Qualifying fahren, haben wir noch ein bisschen was im Teammanagement zu erledigen und da springen uns ja schon die Sekundärsponsor-Vertragserneuerungen entgegen und ja, die Strategie, die ich ja letztes Mal gesagt habe, ging auch auf. Ich habe tatsächlich nicht immer den Satellite-Bonus hinbekommen mit diesen 100 Runden an einem Rennwochenende. Aber, also 100 Runden gemeinsam mit dem Teammate, alleine wäre schon heftig. ja, im Schnitt hat es gepasst. Also ich habe es mehr als alle zwei Grand Prix hinbekommen und das hat sich ja rein rechnerisch gelohnt. Deswegen, ja, bleiben wir mal bei den dreien, das passt schon. Deswegen erneuern wir das auch direkt. Und dann gucken wir mal, wir haben 7,4 Millionen auf der hohen Kante, eine Menge Ressourcenpunkte. Aber ich habe ja schon gesagt, ich spare einfach. Die Punkte gehen ja nicht verloren. Aktuell sieht es auch so aus, als dass die Konkurrenz jetzt nicht mega aufholt. Okay, doch, Racing Point holt schon ein bisschen auf. Mercedes zieht jetzt auch gerade wieder so ein bisschen davon weg. Ja, wir müssen schon aufpassen, aber es ist, wie es ist. Ja, die Strategie bleibt immer noch bestehen. Saison 3 muss die Saison werden, wo wir Weltmeister, also Fahrerweltmeister, als auch Konstrukteursweltmeister werden. Aktuell könnten wir ja auch tatsächlich, es sieht zumindest mal sehr, sehr gut aus, auch Fahrerweltmeister werden. 25 Punkte Vorsprung vor Hamilton, der ja gepatzt hat in Japan. Aber ja, sollte jetzt natürlich der Mercedes nochmal davonziehen, weil die neue Teile haben und wir ein bisschen hängen bleiben oder so und ich nicht so gute Rennen fahren oder so, kann natürlich der Vorsprung schnell wieder kaputt sein. Aber diese 25 Punkte muss Hamilton erstmal zufahren. Ja, es sind jetzt noch, glaube ich, 4 Rennen. Das heißt, er muss wirklich auch diese 4 Rennen gewinnen, um wirklich da überhaupt noch aus eigener Kraft Meister zu werden, oder? Es geht sonst gar nicht mehr anders, wenn ich da richtig rechne. Na? Also, wenn ich Zweiter werde, er Erster, mal jetzt die schnellste Runde außen vor gelassen, dann, ja, müsste er jedes Rennen auf jeden Fall gewinnen. Dass er das kann, steht natürlich außer Frage. Ja? Das ist klar, aber na gut, lassen wir es einfach drauf ankommen. Wie gesagt, ich bin nicht traurig, wenn es am Ende nicht klappt, aber ich habe auch schon beim Japan Grand Prix gesagt, also beim letzten Grand Prix, ich werde auf jeden Fall jetzt um die Weltmeisterschaft kämpfen. Jetzt aufzugeben und sagen, ja, nächste Saison erst, das ist blöd. Ja, wer weiß, was nächste Saison passiert und dann schaffe ich es wieder nicht und habe ich es gar nicht geschafft. Ja, das Ziel dieser Karriere ist natürlich einmal beides zu werden, im besten Fall natürlich in einer Saison. Wenn es auf zwei Saisons verteilt ist, habe ich aber auch kein Problem mit. Ja, also so früh wie möglich die Ziele erreichen, das ist doch ganz klar. Ja, nichtsdestotrotz, wir machen weiter. Also wie gesagt, ich werde nichts weiter forschen. Ich glaube, es ist auch noch immer noch keine Nachricht gekommen bezüglich, also das müsste jetzt in den USA oder so kommen. Also das kann ich mir nicht anders erklären. Es müsste jetzt demnächst kommen, damit es heißt, okay, was für Regeländerungen gibt es? Welche Teile müssen wir anpassen für die nächste Saison? Aber ich muss es jetzt nicht die ganze Zeit immer wieder wiederholen. Du weißt Bescheid, was meine Idee ist. Manch einer findet es vielleicht doof. Ich finde es genau richtig. Wer weiß. Vielleicht heißt nachher wirklich alle. Ja, alles muss erneuert oder neu nachgeforscht oder wie auch immer werden für die nächste Saison, weil alles sich geändert hat in den Regeln. Vielleicht auch gar nichts. Dann ist es halt so. Wie gesagt, wir geben nichts aus. Was wir aber machen können, ist vielleicht bei den Einrichtungen. Wobei, da haben wir jetzt hier alles bei der Ressourcenpunkterzeugung auf Stufe 2. Können wir überhaupt irgendwas für 7 Millionen oder 6 Millionen machen? Ja, hier, die Herstellung. Haben wir hier nochmal Qualitätskontrolle, gibt es nochmal. Hier haben wir auch noch. Chassis könnten wir nochmal machen. Gut, da sind wir voll. Da haben wir noch nicht. Okay. Hier könnten wir das Gleiche auch nochmal machen. Ja, das wäre eigentlich auch mal nicht schlecht. Strapazierfähigkeit nochmal ein bisschen verbessern, wobei Herstellung brauchen wir da nicht, denke ich. Das ist eh zu teuer. Ah, dann lass mal, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Also, Chassis haben wir schon alles außer das. Maximal 2 Upgrades haben wir aktuell. 3 Upgrades wäre auch nicht verkehrt. Wobei, ja, brauchen wir das wirklich? 3 Upgrades auf einmal? Eigentlich nicht, weil ich glaube, sobald diese Regeländerungen kommen, die sind von dieser Regel ausgeschlossen. Das sind ja quasi sowas wie Sofortentwicklungen, glaube ich dann, weil es ja nur Anpassungen sind ans neue Regelwerk. Deswegen würde ich sagen, wir machen mal Fehlschlagrate. Macht schon Sinn, oder? Machen wir das bei der Aero oder machen wir das beim Triebwerk? Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo haben wir denn die meisten Teile?
schon, da haben wir 15 von 23, 14 von 24, 15. Ja, da machen wir das bei der Aero, wobei ich wahrscheinlich bei beiden auf Dauer machen werde, mit der Qualitätskontrolle. Wir könnten natürlich hier auch das mit maximal Upgrades, aber... Nee, wir machen mal Qualitätskontrolle, das passt. So, genau. Und dann kommen wir auch schon zu den Aktivitäten. Und da gucken wir, was wir machen können. Wir haben eine ganz schön viele Tage. Wie viel sind denn das? 4, 9, oder? Wenn ich es richtig sehe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, 9. Ja doch, 9, habe ich ja gesagt. Okay, ja. Nee, 9. Das sind 9. Nein, 9. Okay. Okay, wunderbar. Das heißt, wir gucken mal, was können wir denn machen? Also, Aero pushen. Ah, muss nicht. Okay, alles pushen ist natürlich nicht schlecht. Machen wir vielleicht am Ende. Zweiter Fahrer, das und das, das ist gut, das ist nice. Das sind aber 4 Tage, das wären dann schon 7, dann könnte man auch noch was mit 2 machen. Das und das brauche ich nicht unbedingt, dann könnte man das machen oder das. Dann würde ich aber das machen, oder? Ja. Okay, dann pass mal auf, dann fangen wir hiermit an. Zack, zack und dann das. Ne? Perfekt, würde ich sagen, das ist doch gut. Das ist doch gut, alle Tage ausgenutzt, so mag ich das. Kein freien Tag. Gönnen wir uns nicht. Ja, wunderbar. Dann lassen wir die Zeit mal voranschreiten und dann gucken wir doch mal. Wir kriegen auch noch mal wöchentliche Ressourcen am 19. Das müsste jetzt gleich soweit sein. So ist es. Gibt es noch mal ein bisschen Geld oben drauf. Da haben wir schon wieder fast 4 Millionen. So, und da steht er dann schon an. Der große Preis der USA oder von Amerika, sagt's wie ihr wollt, auf dem Circuit of the Americas oder kurz gesagt COTA. Eine sehr interessante Strecke. Also die Compris waren immer super interessant. Wie schon gesagt, erstens ist auch eben die Hitzeprobleme so ein bisschen. Ich habe natürlich auch schon überlegt, soll ich vielleicht einfach mit einer Reifenstufe härter fahren? In der Regel sind die aber trotzdem viel zu langsam. Also ich muss einfach zumindest mal bei den weichen Reifen halt einfach mit diesen zu heißen Reifen klarkommen. Deswegen würde ich einfach mal bei dieser weichen Wochenendmischung einfach bleiben und wie schon gesagt, wahrscheinlich regnet sowieso. Wobei, irgendwie hoffe ich es nicht. Wir haben jetzt genug Regenrennen gehabt. Ich hoffe wirklich, dass wir ein Trockenrennen haben, selbst wenn ich Probleme habe mit den Trockenreifen bezüglich der Hitze. Es ist eine Challenge und irgendwie habe ich trotzdem Bock drauf. Ich will jetzt nicht schon wieder Regenrennen. Immer Regen, 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 habe ich keinen Bock drauf. Ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir wissen es eh gleich. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal direkt rein ins Qualifying. Stunde der Wahrheit. Wie wird das Wetter sein? Ich sehe Sonne, ein bisschen Wolke, aber ganz viel Sonne. Also ich sag schon mal voraus, es heißt eigentlich... Nee, komm, ich spoiler nix, ja, weil die Vorhersage stimmt eh nicht immer. Deswegen, wir gucken jetzt mal. Also, es kommt sogar richtig Sonne. Ja, guck mal an. Guck mal an. Vielleicht kommt jetzt doch noch Sturm am Ende mal wieder, aber es könnte tatsächlich ein trockenes Qualifying bedeuten, was aber nichts bedeutet, weil... Das Rennen könnte ja wieder regnen und deswegen schauen wir mal, wie wir zum Rennen... Oh, ich will gar nicht umschalten. Ah. Tatsächlich, es soll angeblich nicht regnen. Also so war auch tatsächlich die Prognose, aber ja, die hat uns ja schon des Öfteren verarscht. Also es ist halt bewölkt, es ist kein Sonnenschein mehr. Temperaturen fallen auch gegen Ende. Immer ein Zeichen, dass da eine frische Brise aufzieht, die auch Regen bringen könnte. Also hundertprozentig sicher sind wir uns nicht. Es könnten trotzdem ein paar Tropfen am Ende sein. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, mal schauen. Ja, wir gehen ganz kurz aufs Setup. Ich habe mich dieses Mal für sehr aggressive Einstellungen entschieden. Merkt man einfach schon an den Flügeln. 3 9er Flügel, also relativ viel Flügel hinten, sehr wenig vorne. Idee einfach dabei ist, sehr viel über die Mechanik zu machen, allerdings nicht jetzt über die Mechanik des Reifens, also schon irgendwo, aber ne. Sagen wir es mal so, wenn ich jetzt halt mehr Aero auf die Vorderachse gebe, dann belastet das natürlich mehr auch den Reifen, weil der mehr nach unten gedrückt wird. Ich habe versucht, so eine Balance zu schaffen, dass eben ich nicht den Vorderreifen erzwinge, mehr zu tun. Ne, das kann ja auch passieren, wenn ich zu wenig Aero vorne gebe, dann erzwinge ich sie ja natürlich über den mechanischen Grip. Das habe ich jetzt nicht versucht, sondern wirklich nur so, dass es halt eben ihn nicht auch mehr belastet. Ne? Also wenn da natürlich, ne, wenn ich jetzt hier natürlich wieder mit einem 6er-Flügel komme, dann würde das auf der Strecke dafür sorgen, dass so viel Anpressdruck vorne herrscht, dass so viel Abrieb auf den Reifen
oder so viel Kraft auf den Reifen gedrückt wird, was wir gar nicht brauchen. Und das würde die Hitzeentwicklung noch mehr steigern. Deswegen habe ich versucht, so wenig Flügel wie möglich, dass wir in dem Bereich sind, dass ich sagen kann, ja, die Aero hilft uns vollkommen so weit aus, aber nicht, dass wir zu wenig gehen, ne? Dass wir sagen, oh, wir müssen alles über die Reifen halt machen, ne? Um dieses Hitzeproblem so ein bisschen entgegenzuwirken. Ob das gelingt, schauen wir mal. Der Long Run sah okay aus. Ja, was nicht okay aussah, war tatsächlich der Quali-Run. Deswegen, ich habe echt jetzt wieder ein bisschen Schiss. Ja, Japan war ja so, irgendwie habe ich es noch geschafft am Ende. Aber das kann ja nicht immer so gelingen. Deswegen, schauen wir mal. Schauen wir mal, wir lassen uns überraschen. Ansonsten, ich habe schon gesagt, extremere Einstellungen merkt man auch hier. 1,7 liegt einfach an den Flügeln. Ja, also vorne wenig, hinten viel. Heißt, wir müssen natürlich da auch ein bisschen dagegen halten, was die ganze Aufhängung betrifft. Stabi, es ist nichts Neues, 3,9 haben wir alles schon gesehen, 2,10 wäre noch extremer, würde wahrscheinlich hier auch funktionieren, aber ja, wir wollen es auch nicht komplett übertreiben, wir wollen ja auch noch ein Rennen fahren, nicht nur ein Qualifying. Ja, und ansonsten würde ich es tatsächlich lassen und würde sagen, wir gehen einfach mal raus. Wir können, glaube ich, Sprit 1 Liter mal abtanken oder 1 Kilo abtanken und dann gehen wir erstmal raus, checken wir die Lage, Parkvermehr wird akzeptiert und dann gucken wir mal, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das jetzt gleich ausschaut. Die Trainings liefen, wie gesagt, die Longruns waren okay, Reifenabrieb war okay, nicht überragend, das war okay, es war aber auch nicht schlecht. Quali aber, wie glaube ich schon erwähnt, war ganz miserabel, habe ich nicht geschafft, das Trainingsprogramm. Und deswegen mal gucken, ob das Trainingsprogramm hier nur einen Streich gespielt hat und die Konkurrenz gar nicht so schnell ist, aber meistens sind die Prognosen da gar nicht so verkehrt, deswegen... Schauen wir mal, ich bin mal gespannt. Also meine Trainingsbestzeit war eine 1,29,6, also 5 irgendwas, also aufgerundet 6. Bottas und Hamilton sind im Training allerdings schon eine 29,2 oder 3 gefahren, also waren da schon um einiges schneller. Und jetzt mal gucken, was sie jetzt fahren. Also, wenn die jetzt nochmal eine Sekunde schneller sind, dann, keine Ahnung. Mal schauen, mal schauen. Ich meine, klar ist jetzt mehr Grip nochmal auf der Strecke als im letzten Training. Ich habe ein bisschen Schiss, dass das richtig schief gehen könnte hier in den USA. Aber man muss auch so sehen, wir haben nichts zu verlieren. Ne? Also, wir haben eine komfortable Führung in der WM. Wir müssen nicht, wir sind nicht unter Zugzwang. Alles easy, wir dürfen es nur nicht zu locker sehen. Ne? Es muss ja natürlich schon noch ein bisschen so ein Kampfreiz da sein. Aber ich muss jetzt auch nicht komplett verbissen daran gehen und sagen, so, ich muss jetzt alles auf eine Karte setzen. Ich würde mich da gerne zitieren aus Japan, wenn es Startreihe 2 wäre, wäre ich super zufrieden. Startreihe 3 wäre auch okay. Und ich glaube, ich würde mich selbst mit Startreihe 4 heute zufrieden geben. Also Platz 7. Und 8. So, jetzt aber erstmal alles hier einstellen und dann go for it. Also hinter uns der Mercedes holt übelst auf. Das heißt, er ist schon mal deutlich schneller. Oje, oje. Jetzt haben wir natürlich die Dirty Air des Williams da vor uns. Das ist auch nicht so effektiv. Ich meine, der Mercedes hat jetzt da auch keinen Vorteil. Gut. Okay. Ja, ich bin quasi meine Trainingszeit gefahren.
Uns geht's sehr gut, da. Ja, also, da müssen wir... nochmal kräftig einen raushauen. Ich denke, es sind auch noch nicht alle eine Zeit gefahren. Ja, ist egal. Also, ne, wir kennen das jetzt schon aus Japan und so weiter, dass im Quali irgendwie ich es nicht so direkt hinkriege, eine saubere Runde zu setzen. Oder die KI kriegt es einfach irgendwie hin und ich nicht, oder keine Ahnung. Man weiß man nicht. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir ins Q2 kommen und dann schauen wir mal, wir müssen halt eine Steigerung hinlegen, Stück für Stück. Aber im Grunde habe ich sowas auch erwartet. Status-Team-Kollege. They're in fifth. Their best lap time is a 1 minute 29.1. Okay, also 15 schon mal schneller. Ist möglich, aber... ich meine, war keine perfekte Runde. Aber trotzdem 15. Nicht einfach. Nicht einfach. Ja, ich hoffe, das wird kein Desaster. Also Startposition wäre halt schon wichtig. Das Problem ist halt, wie schon gesagt, ich habe halt auch ein bisschen Sorge im Rennen. Normalerweise ist ja das Rennen oder die Rennspeed immer so ein bisschen meine Stärke. Aber hier eher nicht. Also hier würde ich sagen, eher nicht so meine Stärke. Ja, ich hoffe wirklich, dass das kein so rabenschwarzer Tag oder Wochenende wird. Aber nicht verzagen. Jetzt gucken wir erstmal, wo wir stehen, wo die Zeiten von den Hinteren liegen. Wir arbeiten uns halt einfach wieder Stück für Stück. Ja? Erstmal von einer Session in die nächste. Bis jetzt hat es ja immer irgendwie gerade so mit Ach und Krach noch geklappt. Puh, so, gucken wir mal. Gucken wir mal, wo stehen wir denn? Der ist eine 28.1, als ob. What? Ah, wie? Wie? Ich bin anderthalb Sekunden langsamer. Anderthalb. Pff. Oh mein Gott, ey. Okay. Ich meine, dass Hamilton in den USA stark ist, ist klar, aber das ist halt heftig. Okay, aktuell, also ich, ja, ich würde fast sagen, oder haben ja alle eine Zeit, ja. Also ich glaube, die nächste Session soll jetzt nicht das Problem sein. Dazu klaffen die Zeiten zu extrem auseinander. Aber, okay, keine Ahnung, ey. Verstappen, Perez auch so stark, Vettel auch so stark. Hä, wie? Das verstehe ich gerade nicht. War wirklich jetzt die verwirbelte Luft vom Williams so krass? Also hat die so viel Zeit. Müssen wir mal gucken, letzter Sektor. War 2 Zehntel sind es jetzt auf Mick. 2. Ja, ich verliere halt überall 2 Zehntel, wenn man so möchte. Erster Sektor ist eh mein schwächster Sektor, das weiß ich auch. Der dritte ist eigentlich mein stärkster. Also da hätte ich eigentlich erwartet, dass ich schneller bin. Deswegen. Ja, kann schon gut sein, dass wir da auch noch mal ein bisschen Zeit liegen lassen haben. Wir werden es gleich rausfinden. Es ist jetzt gerade, glaube ich, eh keiner auf der Strecke, deswegen spulen wir mal vor. Den Reifen lasse ich mal drauf. Sprit können wir tatsächlich noch mal eins abtanken. Wir brauchen nicht so viel Sprit. Und, ah doch, einer ist noch auf der Strecke. Aber ich glaube, der ist auf der Inlap, der Magnussen. Wann fahren wir denn raus? Lass mich überlegen. Bei 2,5, oder? 2,5 muss passen. Dann beschleunigen wir mal die Zeit. Bei 2,5 gehen wir noch mal raus. Und dann schauen wir mal, was es wird am Ende. Ich hoffe jetzt nicht, dass alle nochmal so eine Mega-Zeitensteigerung hinlegen. Ja, manch einer hat sich auch schon gefragt, warum ich hier nochmal denselben Satz nehme. Naja, die Wahrscheinlichkeit, hier mit dem angebrochenen Satz in die nächste Session zu kommen, ist natürlich deutlich höher wie in den nachfolgenden Sessions. Und in Q2 sollte ich auf jeden Fall mit 2 frischen Sätzen fahren, weil das könnte potenziell der Startreifen sein. Und dann, auch wenn ich das so time, wie ich es jetzt mache, habe ich auch potenziell in Q3 nochmal 2 frische Sätze, was ja auch wieder besser ist. Also lieber jetzt in Q1, wo es nur darum geht, in die Top 16 zu kommen, einen angebrochenen Satz zu nehmen, als woanders. Das ist die Idee. Klar, natürlich, wenn ich es
jetzt nicht in die nächste Session schaffe, also nicht ins Q2, dann kann man natürlich sagen, ja, okay, hetzte und so weiter, bla blub. Aber naja, man muss ja immer schon dann aufs Risiko gehen. Ich kann ja nicht immer nur auf Nummer sicher gehen. Deswegen, das passt schon so, denke ich. Und bis jetzt hat es ja eigentlich auch meistens geklappt. So, ich muss mich auf jeden Fall jetzt richtig konzentrieren. Ich will jetzt schon dieser zweite Run auch trotz angefahrenen Reifen nochmal nutzen, um richtig einen rauszuhauen. Nämlich 12. ist nicht weit weg von 17, wo wir dann schon wieder draußen wären. 16 reicht ja noch, aber naja, jetzt gucken wir mal. Hoffen wir das Beste. Hoffen wir das Beste. An sich eine interessante Strecke. Aber auch technisch sehr anspruchsvoll. So, ich stelle jetzt schon mal alles um. Und dann auf geht's. In den zweiten Run von Q1. Nicht optimal wieder. Aber besser wie in Runde 1. Oh, blöd. Ja, das ist der Nachteil des 1er, der 1er Aufhängung. Ich muss ein bisschen aufpassen beim Anbremsen. Bei einer 2er Aufhängung wäre das mir jetzt nicht passiert. Dafür kann ich bei einer 1er Aufhängung vorne später bremsen. Ich habe ja gesagt, das ist ein bisschen mehr ein Risikosetup. Aber das könnte sich auszahlen. Nicht gut hier rum. Okay, wir haben aber immerhin die 5/10 zu Mick gefunden. Und das wäre 6er. Also damit könnte ich auf jeden Fall leben. Auch als Startposition später. Aber gucken, was noch drin ist. Also die Runde war nicht perfekt. Gerade 1. Sektor, Anfang 2. Sektor. Es ist schwierig. Das ist immer so ein Grad zwischen wie hart attackiere ich die Curbs oder halt auch nicht. Ne? Da müssen wir mal gucken. Interessant finde ich halt echt Verstappen, Vettel so. Wobei die Ferraris haben natürlich aufgeholt und so. Aber trotzdem, wir sind halt eine Sekunde weg von Mercedes. Das ist heftig. Aber gut, Mercedes und gerade Hamilton ist einfach halt auch stark in den USA. Aber gut, ist nur Q1, ist noch nichts entschieden. Alles gut, weiter geht's ins Q2. Gut, dann, ja, jetzt ist die Sonne da. Frischer Reifen, genau. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, Autoeinstellungen grüßen wir eigentlich nicht. Ich würde sagen, wir fahren direkt raus. Machen wir keinen riesen Heckmick. Ja, unser Logo auch wieder verpixelt auf der rechten Seite. Das bringt unserem Pixelheldenstatus natürlich Glück. Keine Ahnung, was es ist. Es ist immer in Q2. Und im Rennen ist es dann wieder gut. Ja, egal. Das soll uns nicht kümmern. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir direkt vielleicht eine gute Runde setzen. Vielleicht so eine 28,9. Das wäre doch schon mal ein Ausrufezeichen. Also eine 28er Zeit. Ich glaube, damit könnte ich heute leben. Ja, hier ist halt echt... Wie komme ich hier rum? Und dann hier auch. Es sind halt viele blinde Einlenkpunkte. Ne? Hier habe ich auch zu früh... Eine Runde zuvor, hier war ich zu spät, musste ich viel zu viel Tempo rausnehmen. Es ist höchst anspruchsvoll, finde ich. Diese Strecke, gerade mit dem Formel-1-Wagen, wo doch so viele Kurven in so schneller Abfolge passieren.
So, ich hoffe jetzt, dass der Racing Point nicht zu viel Druck macht. Ich hasse es im Qualifying, wenn einer von hinten ständig Druck macht. So. Okay, ich stelle schon mal alles um. Und dann geht's rein in den ersten Run im Q2. Auf geht's. Gar nicht so verkehrt. Fast die 28 war wieder nicht der perfekteste Sektor 1 und auch Eingang Sektor 2 war wieder nicht ganz perfekt. Jetzt auch hier hinten raus nicht ganz. Also ja, da liegt noch Zeit drin. Also die 28 ist machbar. Würde ich behaupten. Also mit der Zeit könnten wir eigentlich, glaube ich, sogar ins Q3 kommen. Wird allerdings nicht die beste Zeit sein. Ja, Leclerc hier auch schon direkt. Sorry an den Alpha Tauri. Mick jetzt im Verkehr, das ist auch nicht so geil. Die Zeit von Mick wird wahrscheinlich nicht so gut dann werden. Ich lasse sie mal noch hier vorher vorbei. Klar, da jetzt Windschatten, aber allein was er jetzt da im Kurvensektor verloren hat an Zeit. Ja, mal gucken. Mal gucken. Ja, aber vielleicht mal noch ein anderes Thema. Ich wollte es eigentlich im Teammanagement-Part ansprechen. Ich habe es aber dann völlig vergessen. Da kann ich es ja jetzt hier mal kurz machen. Und zwar wegen der Livery für die dritte Season. Da haben mich schon einige gefragt, ob ich schon Ideen habe. Und tatsächlich habe ich mir halt gedacht, normalerweise wechseln ja die Teams nicht jede Saison ihre Livery so extrem. Also man bleibt ja so ein bisschen beim Grundkonzept, ne? Ferrari bleibt rot, Red Bull hat auch jetzt schon eine Weile eigentlich immer mehr oder weniger dasselbe Design mit diesem matten Blau-Lila, nenne ich es jetzt mal, und eben halt den Red Bull-Akzenten. Mercedes ist jetzt mal die große Ausnahme, dass sie halt mal von Silber auf Schwarz gegangen sind, aber das hat ja auch einen Grund. Und deswegen hätte ich gesagt, ich gebe euch wieder eine Abstimmung. Ich würde aber beim Grunddesign, also von der Form, von der Livery bleiben. Ich würde nur vielleicht ein paar andere Farben oder Farbtöne anbieten. Ich würde auch tatsächlich jetzt hier bei dieser F1 2020 meine Teamkarriere auch bei diesem, ja, Textmarker gelb, grün, was auch immer bleiben. Als Akzentfarbe. Ich würde nur anbieten, sowas zu machen wie in der ersten Saison, dass wir wieder zurückwechseln auf quasi so eine Art British Racing Green statt Silber. Ja. Oder wir bleiben natürlich, wie es jetzt ist, also bei dem Silber. Vielleicht hier und da ein paar Sachen, ein paar Sponsoren werden sich ändern, aber sonst bleiben wir so, wie wir sind. Also wir halten dem treu, wo wir jetzt sind, was wir kennen, was ich auch nicht schlimm finde, weil ich finde die Livery nach wie vor richtig geil. Oder was ich auch noch anbieten könnte, wäre, was ich gerne, oder was ich ja in Horizon, also Forza Horizon gemacht habe, weil die Livery ist ja vom Grundkonzept eigentlich meinem 918 entsprungen, den 918, den ich dort designt habe. Und dort gibt es ja auch eine Variante, wo es ein bisschen dunkler ist. Das heißt, Silber ein bisschen mehr Richtung Anthrazitgrau zu machen. Nicht schwarz, wie es jetzt Mercedes gemacht hat, sondern einfach so ein Anthrazitgrauton. So, die drei würde ich jetzt mal in Auswahl stellen.
fände ich alle cool, ne? Also wie gesagt, British Racing Green so ein bisschen wäre also mehr so, wie es in der ersten Saison war, dann bei Silber bleiben, weil wir es jetzt einfach schon ein bisschen so etabliert haben und würde ja auch passen, weil Mercedes ja in der nächsten Saison hier noch nicht Silber fährt. Oder halt, wir machen es ein bisschen dunkler. Wie gesagt, die Abstimmung, also jetzt noch nichts. Klar, ihr könnt natürlich schon in die Kommentare schreiben, aber ich werde dann ab wahrscheinlich nächster oder übernächster Folge eine Abstimmung machen. Und das, was wird, wird es halt. Wie gesagt, grundlegend bleibt die Livery gleich. Ein paar Sponsoren werden vielleicht noch geändert oder ausgetauscht. Aber sonst Brightwater Boy. So, das zu dem Thema aktuell sieht es ganz gut aus. Vierter wären wir gerade, wie ich es gedacht habe. Mick hat natürlich Verkehr gehabt, da geht nichts. Ocon fährt noch. Ist aber knapp. Guck mal an, 10. Platz ist gerade mal eine Zehntel oder 2 Zehntel, wenn man gutmütig ist, weg. Also, prrr. Aber Leclerc, wie, wo? Und Verstappen, wie, wo? Bottas hatte auch ein bisschen Verkehr wahrscheinlich. Wobei, ja, wahrscheinlich im ersten Sektor, weil der ist gewaltig schlecht. Und der Rest ist übertrieben gut. 2. Sektor ist extrem bei denen. Also ich verliere, ja, 1. 2. Sektor verliere ich am meisten. Im Vergleich zu den anderen Teams, wenn wir mal die Mercedes ausklammern, ist 2. Sektor, 3. Sektor okay. Der erste ist, glaube ich, das Schlimmste. Und den kriege ich auch aktuell gerade nicht hin. Irgendwie kriege ich da keinen Rhythmus aufgebaut bei unserem Auto der 2. Saison. Ja, ein bisschen schade. Aber gut, so ist es halt. Wir wechseln mal den Reifen. Und dann lassen wir die mal noch fahren. Ocon, ne, ist auf der Fliegenden noch, genau. Und dann, ja, fahren wir wieder bei 2.30 raus und dann gucken wir mal, ob es reicht. Also es ist super knapp. Also die können sich alle auf jeden Fall nochmal steigern. Und dann sind wir ganz, ganz schnell raus. Also sicher ist da gar nichts. Hamilton eine Sekunde schneller. Also wenn sie diese Speed auch im Rennen nur ansatzweise halten können, dann sehen wir kein Land. Aber ja, gut, es wäre auch okay. Also, ist jetzt nicht so schlimm. Ist jetzt nicht so schlimm. So, Ocon dreht jetzt noch seine Runde. Und dann, ja, gucken wir mal, ob wir nochmal 1, 2 Zehntel finden. Also, ich würde sagen, wenn ich jetzt nochmal 2 Zehntel finden würde, dann reicht's fürs Q3. Und was dann im Q3 geht, müssen wir mal gucken. Jetzt ist doch Regen! Aber erst in 30 Minuten, das heißt, es trifft uns normalerweise nicht mehr. Aber trotzdem, ey, das ist doch krass, oder? Ohne Regen geht einfach nicht. Aber das muss das ist nach der Session. Also der Regen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass der noch kommt tatsächlich innerhalb dieser Session. Wir werden halt in Q3 direkt rausfahren und dann gucken wir mal. So, Ocon fährt jetzt seine Runde zu Ende. So, sehr gut. Und dann, ja, dann spulen wir mal vor auf 2.30 Rest wieder oder kurz vorher und dann. So, ne? Was, er ist nochmal eine Runde gefahren, als ob. Okay, jetzt hat er natürlich, ja, war klar, jetzt hat er halt natürlich eine gecheatete Zeit. Oh, super. Das war erst seine Outlap, sagt mir das so einer. Ja, das ist genau das. Wenn man vorspult, hat man diese gecheateten Runden, weil Ocon wäre never ever diese Rundenzeit gefahren. Oh Mann, ey, ja. So viel dazu. Ich dachte, das ist schon seine Fliege. Hätte ich lieber kontrolliert. Ja. Kontrolle ist halt manchmal besser. Oh, das war jetzt natürlich doof. Das macht es nämlich schon mal eins schwieriger. Aber komm, das wird schon klappen irgendwie. Wird schon klappen für die nächste Session. Ja, der eine Mercedes bleibt natürlich in der Box stehen. Das wird Hamilton sein. Der muss nicht nochmal eine Zeit setzen. Mit einer 28.0 ist der durch. Das ist klar. Ja, toi toi toi. Aktuell wären wir Fünfter. Das ist aber nur 2 Zehntel. Also, puh, das ist. Die Runde muss aber besser sein. Egal was passiert, es muss, sonst glaube ich, sehe ich echt schwarz für uns. Deswegen alle Konzentration zusammennehmen. Zweiter Run Q2. Geht's weiter in Q3 oder nicht? Das ist die Frage. Wir stellen um, blenden alles aus und
Das geht rein in die letzte Kurve und in den letzten Run. Weit. Aber das ist ja der AstroTurf, also das Grüne da, dass man auch mal ein bisschen ausholen kann. Gott, schon wieder dieser Verbremser da rein in diese Haarnadel. Das war natürlich super blöd. Ah, das war geil. Lila dritter Sektor, 28669, vierter. Woo! Oh, wir nähern uns an. Ja? Zitiere jetzt einfach mal meinen lieben Kollegen, den Duki. Ja, wir sind eine Turniermannschaft. Wir werden mit Zeit zu Zeit besser. Ah, Bot, das ist eine 27,8. Ja, klar. Okay, alles klar. Ja, und Mick hat es leider nicht geschafft. Wahrscheinlich wieder im Verkehr geschickt. Aber guck mal, wie knapp halt auch, ne? Also. Das ist ja nix, wie eng das Feld ist. Boah, das könnte ein richtig krasses, interessantes Rennen werden. Das könnte richtig interessant werden. Schade für Mick, aber ja, ich habe ja spätestens nach dem Monza Grand Prix, also nach dem Italien Grand Prix, gucken wir uns sowieso jetzt noch erstmal auf uns. Es bringt ja nix. Also von dem her, alles gut. Okay, Leute, nochmal so eine Runde wäre nicht schlecht. Perfekt war sie wieder nicht, aber wir nähern uns an, wie gesagt. Also komm, 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 auf geht's. Q3. So, alles klar. Dann Reifen, ziehen wir erst den Q3-Reifen, bevor wir den hier nehmen. Und dann gehen wir direkt raus. So, und jetzt komm, direkt hier eine geile Zeit setzen, das wär's doch. So, wir fragen trotzdem mal nach dem Wetter, nicht, dass der Regen doch früher kommt als gedacht. Wetterbericht. We're expecting rain in around 10 to 15 minutes. Dry seem like the best tire for now. Ja, nicht, dass ich nämlich in meinem letzten Run dann auf einmal Regen hab. Deswegen. Ja, aber wir müssen halt als letzter rausfahren, sonst haben wir wieder diesen Zeitenbug. Das bringt alles sonst nichts. Regen hin oder her, deswegen ist der Run vielleicht sogar der entscheidende jetzt. Kein Druck oder so, aber ja, es ist leider so. So, hier muss ich echt ein bisschen aufpassen, dass ich hier immer diesen Verbremser reinkriege, ist nicht geil. Da merkt man auch richtig, dass die Feder vorne zu weich ist. Aber ich musste die Federn so einstellen, sonst hätten wir an anderen Stellen zu viel Zeit verloren. Ich musste einfach ein bisschen mit Gefühl an die Bremse gehen, dann passt das schon. Puh, ja, ist ein bisschen Nervenkitzel ist dabei. Also Mercedes, denke ich mal, unschlagbar, aber so direkt dahinter starten wäre natürlich wieder ein Träumchen. So, ich stelle wieder alles ein. Blend alles aus. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Erster Run und vielleicht der entscheidende Run in Q3. Es geht um die Startposition.
Erster Sektor war ganz schlecht. Vom Gefühl her auf jeden Fall. Ja, vorher war besser. Aber immerhin der 28er. Erster Sektor fand ich nicht. Wir müssen mal gleich auf die Zeiten gucken. Ja, Vettel schon besser. Verdammt. Weil die Zeit von vorhin hätte auch für die Zeit von Vettel nicht gereicht. Das zieht sich schon ganz schön zu, ey. Am liebsten würde ich jetzt direkt reinfahren, nochmal einen Versuch setzen. Alter, 27,7. Was geht bei den Mercedes? Okay, die müssen auch, ne? Die müssen jetzt auch. Die wollen natürlich den Fahrertitel. Das ist klar. Aber trotzdem, ey, was für eine Steigerung. Wobei, ne, wir wissen, meistens konnten sie ihre Quali-Speed im Rennen nicht bestätigen. Allerdings ist das schon ein gewaltiger Gap, dass sie da so viel schneller sind. Oh, das sagt man auch vor uns. Oh, das ist jetzt bitter. Ich hoffe, der Regen wartet echt noch ein bisschen, bis er kommt. Weil ihr, wer kennt das Spiel, beim ersten Regentropfen schaffen wir es schon nicht mehr, schneller zu sein. Das Problem ist, die KI wäre ja noch fähig, selbst wenn es regnet, sobald vorgespult wird, fahren sie trotzdem nochmal schnellere Zeiten. Ich muss einfach als Letzter fahren. Es geht nicht anders. Ich muss diesen Bug vereiteln, sonst sind wir 10 da. Oder sowas. Aber ja, wir werden aktuell auch gut durchgereicht. 5 da. Startreihe 3 aktuell. Ist auch noch okay. Ich habe ja gesagt, selbst Startreihe 4 wäre ich zufrieden. Wobei, es ist natürlich noch mal ein bisschen Zeit drin. Boah, es zieht sich aber ganz schön zu. Holla, holla. Wetterbericht. Wetterbericht. Looks like rain is inbound and we're expecting it in around 5 minutes. 5 minutes till the rain dries seem like the fastest tire at the moment. Bisschen Schiss habe ich schon. Es geht ja nicht ohne Regen, ne? Es geht ja nicht. Alter, jetzt wird es richtig dunkel. Jetzt ist ja richtig, richtig düster hier. Ja, wir müssen einfach kurz vor knapp rausfahren. Wieder bei 2,30. Ich hoffe halt, es regnet echt nicht. Aber ich kann mir vorstellen, genau in unserer fliegenden Runde oder so, oder gerade mit Start unserer fliegenden Runde kommt der Regen. Also wir gucken jetzt mal, wo wir stehen, aber ich glaube, wir müssen schon mal damit rechnen, dass das, also da, wo wir jetzt sind, dass das unsere Startposition ist. Wenn es beim 5. bleibt, bin ich zufrieden tatsächlich. Also will da gar nicht groß irgendwie was anmaßen. Wo haben wir denn die Zeit jetzt verloren? Erster Sektor, ja, erster Sektor ist einfach schlecht. Zweiter war gut sogar. Dritter war auch okay. Geht aber besser. Ja, der erste Sektor, glaube ich, war nicht so gut. Würde ich jetzt behaupten. Okay, jetzt haben wir aber alle eine Zeit gesetzt. Das ist schon mal gut. Ja, wir gehen, wie gesagt, bei 2,30 raus. Und hoffen, dass der Regen halt echt nicht so schnell kommt. Oder wir gucken mal, bis alle draußen sind. Vielleicht können wir früher schon raus. Ja, komm, wir können jetzt schon raus. Das passt. Ich glaube, ich höre schon Regen, oder? Ich habe schon voll die Paranoia, ey. Dieser Regen verfolgt uns einfach diese komplette Saison. Ich hoffe, in der dritten Saison haben wir nicht so viel Regen. Ab und zu ist ja mal cool, aber immer und ständig Regen. Ja, es regnet schon. Okay, das können wir direkt vergessen. Egal. Wir fahren es trotzdem. Wir fahren es trotzdem. Ja, das kannst du jetzt schon vergessen, eine bessere Zeit zu setzen. Oh, yeah. Aber immerhin können die anderen jetzt auch keine bessere mehr setzen. Sonst würde es nicht mit rechten Ding zugehen. Sind wir mal ganz ehrlich. So wie ich es jetzt hier fahre, direkt aus der Box. So müsste ich es mal in der fliegenden Runde fahren hier. Aber irgendwie in der fliegenden Runde kriege ich die Linie nie hin. Hier ein bisschen weit raus ist okay. Okay, das war jetzt zu weit, aber ein bisschen weit ist ja okay, aber...
jetzt auch ein bisschen zu weit. Ja, also, das war's. Schade, so ein, zwei Zehntel wären in der Runde noch drin gewesen. Das wäre auch tatsächlich dann Startreihe 2 gewesen. Jetzt haben wir halt die beiden Faust vor uns, Vettel und Verstappen. Das ist natürlich ein heißes Duo. Aber, ja, wir müssen das Beste draus machen. Ich denke, wie gesagt, Startposition 5 ist gut. Also, da ist alles drin. Hauptsache wieder Punkte mitnehmen, das ist ganz wichtig. Und dann gucken wir einfach mal. Ziel ist Podium, dann im Rennen. Und ich hoffe halt, dass ich wirklich das mit den Reifen ganz gut hinbekomme. So, jetzt gehen wir trotzdem auf unsere fliegende Runde. Die machen wir jetzt trotzdem natürlich. Dann sehen wir gleich, wie viel das ausmacht. Auch wenn da nur ganz minimaler Regen ist. Das Ding bremst ja schon gar nicht mehr. Okay. Minimaler Regen ist gut. Das ist schon kurz vor Intermediates, würde ich behaupten. Mal gucken, ob ich jetzt gleich einen Abflug mache. Oh Gott, ja, das ist gar kein Grip. Okay. Da war gerade noch Grip, aber. Nee, nee. Nee, nee. Das wird nichts. Ja, da können wir auch gleich Material schonen. Wenn die jetzt bessere Zeiten setzen, ne, dann ist hier aber, na gut, ändern könnte ich dran nichts, aber das wäre sehr komisch. Ja, damit Glückwunsch für die Pole an Hamilton. Also er macht genau das, was er jetzt muss. Er muss sich die beste Ausgangslage sichern. Das Rennen hat er natürlich dadurch noch nicht gewonnen. Wir müssen jetzt einfach schauen, gerade in Betracht der Weltmeisterschaft, dass wir halt Punkte mitnehmen. Ja, wie gesagt, im besten Falle aufs Podium, immerhin so den dritten Platz oder so noch absnacken. Ist auf jeden Fall machbar. Ich glaube schon, dass Vettel und Verstappen im Long Run zu schlagen sind. Ferrari und Red Bull sollten im Long Run nicht so gut sein. So zumindest mal meine Erkenntnis aus den letzten Grand Prix. Ja, wow, es ist rutschig. Und dann gucken wir mal. Also ich bin zufrieden, Fünfter. Dritter wäre drin gewesen. Das nehme ich einfach mal mit. Also Potenzial nach oben ist da. Das ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Bottas und Sebastian Vettel. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ja, aber das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Also Hamilton eine Sekunde schneller ist halt natürlich eine Bank. Ich denke nicht, dass die im Rennen so schnell sind. Aber ja, mal gucken. Also, ja, wir werden es einfach sehen. Finden wir es einfach raus. Brauchen wir nicht spekulieren. Ich sage einfach an dieser Stelle, wenn es dir gefallen hat, lass sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Gerne auch Feedback in den Kommentaren, du kennst es ja bereits und dann freue ich mich natürlich auch riesig, wenn du zum Rennen wieder einschaltest in der nächsten Folge. Ich bin jetzt raus an dieser Stelle. Also, ciao, mach's gut.